deal with the guard. Ja, moin moin und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal bei G-Spot. Und ich habe hier ein kleines Update für euch bezüglich des alles kostenlos kaufen Glitches für euch. Der wurde ja diese Woche gepatcht. Unter anderem. Und hier gibt es einen kleinen Workaround, den ich euch nicht noch vorenthalten möchte. Ich zeige euch das kurz, was ihr da machen müsst. Also ich zeige das hier jetzt aus dem Sicht des Freundes, der euch dabei hilft. Der geht hier, also alle Schritte sind gleich geblieben, nur was anders ist, ist das, was euer Freund machen muss. Alles andere ist gleich geblieben. Und ja, zeige ich euch das hier jetzt mal kurz. Drückt er hier Options, euer Freund, geht hier auf Online, geht hier online spielen, geschlossene Freundessitzung. Wählt das aus. Und jetzt warten wir, bis wir hier jetzt wieder online spawnen. Genau, da sind wir. Ich bin hier einen anderen, weiteren Account am Erstellen. Deswegen wundert euch hier bitte nicht, warum ich hier auf einmal eine Frau bin. Aber sei es drum, scheißegal. Zeige ich das noch kurz. So. Auf jeden Fall, was euer Freund jetzt machen muss, er muss erstmal das Interaktionsmenü öffnen. Geht auf Stil. Und wechselt die Klamotten oder die Accessoires, um einen Speicherstand zu erzwingen. Warten da kurz auf die orange Ladeschnecke. So kann man es besser sehen. So, nachdem die weg ist, drückt er wieder Options. Euer Freund geht auf Online und geht in den Editor. Das ist neu, das ist der neue Schritt, das ist der neue Workaround. Da fängt das an, wo es anders ist. Der geht in den Editor. So, und sobald er hier im Editor angekommen ist, drückt er wieder Options. Geht hier jetzt auf Online und geht jetzt erst in die Charakterauswahl. So, da ist jetzt, wir sind jetzt hier in der Charakterauswahl drin. Ich switch immer hier so einmal hin und wieder her. So, und jetzt, wo euer Freund das jetzt bis hierhin gemacht hat, sagt der Freund euch jetzt Bescheid, dass ihr euch wieder einloggen könnt auf eure PS4. Also, dass er sich wieder einloggen kann und dann kann er sich alles wieder kaufen. Dem wird auch nach wie vor immer noch das Geld abgezogen, aber das wird nachher wieder zurückgeschmissen auf dem Account. So, wenn er sich jetzt gleich einloggt, ich werde das Video kurz vorher beenden, dann bekommt er ja wieder hier diesen blauen Bildschirm. Bla bla bla, hat sich beim PlayStation Network mit einer anderen PS4 angemeldet und wurde von dieser PS4 ausgelockt. So, das ist das, was ihr wieder auf Freund jetzt bekommt oder was ihr selber habt, bis euer Freund hier angekommen ist. Hier drin. So. Und
Ja, mehr gibt's da nicht so zu sagen. Das ist der Workaround. Alles andere bleibt gleich und wir hören uns spätestens mit dem nächsten Video. Und haut bis dahin rein. Macht's gut und ciao.